Heute sprechen wir über das Thema Brillen. Und zwar über das wichtigste Thema, wenn wir über Brillen sprechen. Welche Brille passt denn eigentlich auf welches Gesicht? Um das herauszufinden, musst du natürlich erstmal wissen, welche Gesichtsform du hast. Falls du das nicht weißt, dann check auf jeden Fall mal dieses Video hier oben ab. Dort erkläre ich ganz genau, wie du herausfinden kannst, welches Gesicht du hast. Wenn du das weißt, bist du auf jeden Fall schon mal ein Stückchen weiter. Es geht auf jeden Fall immer darum, egal ob du dir zum Beispiel einen Bart wachsen lässt oder eine Frisur machst oder zum Beispiel eine Brille aufsetzt oder einen Hut aufsetzt, es geht immer darum, ein ovales Gesicht zu bekommen. Besser gesagt, das Gesicht oval wirken zu lassen. Denn das ovale Gesicht ist die optimale Gesichtsform. Da wollen wir also immer hin. Ich habe mich vor längerer Zeit von Fachmännern und Spezialisten beraten lassen und das, was die mir gesagt haben, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und ich gehe das jetzt Step by Step durch und breche das runter auf die 4 häufigst vorkommenden Gesichtsformen. Starten wir mit einer ovalen Gesichtsform und gehen nochmal ganz kurz auf die Merkmale einer ovalen Gesichtsform ein. Die Proportionen einer ovalen Gesichtsform sind eher ausgeglichen und deshalb wirkt das ovale Gesicht auch sehr harmonisch. Kinn und Stirn sind meistens bei einer ovalen Gesichtsform eher schmal und deshalb wirkt das Gesicht auch eher lang als breit. Möglicherweise sind die Wangen etwas stärker ausgeprägt und meistens ist es so, dass das ovale Gesicht doppelt so lang als breit ist. Wenn du da draußen eine ovale Gesichtsform hast, dann hast du im Prinzip schon den Jackpot gezogen. Denn ich habe ja zu Anfang gesagt, man versucht immer, das Gesicht so wirken zu lassen, damit man zur ovalen Gesichtsform hinkommt. Und wenn du die ovale Gesichtsform hast, ja, dann hast du auf jeden Fall ein glückliches Los gezogen, denn dann steht dir tatsächlich jede Brille. Wenn du zum Beispiel eher den strengeren Look favorisierst, dann könntest du zum Beispiel eine eher schwarze, dunkle, eckige Brille nehmen, aber du kannst zum Beispiel auch eine eher weichere Brille nehmen, eine eher rundere Brille, aber auch extravagante Brillen könnten dir super stehen oder auch eine Pilotenbrille. Also wirklich, da kannst du jede Brille auswählen. Dir wird auf jeden Fall jede Brille aufs Gesicht passen. Was du allerdings beachten solltest, ist, dass die Brille natürlich nicht zu groß und auch nicht zu klein sein sollte. Das muss natürlich von den Proportionen her passen. Und auch von schmalen Rahmen ist eher abzuraten, denn schmale Rahmen lassen das Gesicht einfach noch länger wirken. Und da das ovale Gesicht eh schon doppelt so lang als breit ist, solltest du darauf eher verzichten. Kommen wir zur quadratischen Gesichtsform. Bei der quadratischen Gesichtsform ist es so, dass Stirn, Wangenknochen und auch das Kinn meist immer gleich breit sind. Kiefer und Stirn sind dann meist auch noch immer sehr stark ausgeprägt und das Gesicht wirkt dann halt sehr markant, sehr männlich und man versucht bei solchen Gesichtern immer, dass das Markante und das sehr Quadratische einfach ein bisschen weicher wird. Deshalb sollten Menschen, die ein sehr quadratisches und sehr eckiges Gesicht haben, eher auf Brillen zurückgreifen, die halt das Gesicht sehr weich wirken lassen. Da könntest du zum Beispiel auf runde Brillen zurückgreifen, die machen das Gesicht nämlich einfach ein bisschen weicher. Kleiner Pro-Tipp noch an dieser Stelle, eine randlose Brille oder eine Brille mit einem sehr dünnen und sehr feinen Gestell schmeicheln dein Gesicht einfach noch ein bisschen und lassen deine Gesichtszüge einfach noch mal weicher wirken. Deshalb solltest du auch auf Brillen mit einer eckigen Form eher verzichten, denn Brillen mit eckigen Formen, also eckige Brillen, machen deinen Kopf einfach noch eckiger und noch quadratischer und wir wollen ja von der quadratischen Form einfach ein bisschen wegkommen. Auch zu kleine Gläser wären halt schwierig, denn so die kleinen Gläser verschwinden in deinem eckigen Gesicht und das ist dann natürlich auch nicht so optimal, denn dann wirkt dein Gesicht auch noch mal ein bisschen eckiger und noch ein bisschen quadratischer. Wenn du weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann kann ich dir übrigens den Men's Style Guide empfehlen. Das ist ein E-Book, kostet nicht viel und mit dem Gutscheincode DALENKORDE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kommen wir zum runden Gesicht. Beim runden Gesicht sind die Gesichtspartien relativ gleichmäßig geformt und Wangen und Kinn sind auch gleich breit. Also ein rundes Gesicht sieht fast so aus wie ein Kreis. Ich denke mal, das sollte jedem klar sein. Und wenn du ein rundes Gesicht hast, dann versuchst du, dieses runde Gesicht einfach etwas länger wirken zu lassen. Um das hinzubekommen, kannst du bestenfalls zum Beispiel auf Brillen zurückgreifen, die eine eckige Form haben. Zum Beispiel rechteckige Brillen. Rechteckige Brillen geben einem runden Gesicht einfach die optische Streckung, ja, also die lassen ein rundes Gesicht einfach optisch etwas länger wirken und schmeicheln dieser Gesichtsform. Die Rahmen der Brille sollten bestenfalls schmal sein oder du kannst auch eine Brille ohne Rahmen wählen, weil somit bekommst du auch dieses Runde einfach ein wenig aus dem Gesicht raus. Auch asymmetrische Brillen, die nach unten hin etwas schmaler werden, die schmeicheln auch deine Gesichtsform, die lassen das Gesicht auch einfach etwas in die Länge erscheinen. Unvorteilhaft sind natürlich dann Brillen, die eh schon rund sind. Ja? Also wenn du zum Beispiel ein sehr rundes Gesicht hast und dann auch noch Gläser auswählst, die rund sind und auch noch klein sind, dann wirkt dein Gesicht noch runder und darauf solltest du bestenfalls verzichten.
Unvorteilhaft sind unter anderem auch dicke Rahmen, denn die lassen dein Gesicht auch einfach nochmal runder wirken. Kommen wir zur dreieckigen Gesichtsform. Bei der dreieckigen Gesichtsform ist es so, dass oben die obere Partie des Gesichtes relativ breit ist, also die Stirn relativ breit und zum Kinn hin das Gesicht einfach spitzer zuläuft, sodass das Ganze einfach ein Dreieck ergibt. Runde Brillen, zum Beispiel Brillen im Panto-Stil mit zum Beispiel sehr ovalen oder sehr runden Gläsern, die bringen diese Gesichtsform einfach so ein bisschen ins Gleichgewicht. Wenn du nicht weißt, was Panto-Brillen sind, kein Problem, ich wusste bis vor kurzem auch nicht, was Panto-Brillen sind. Das sind so runde Brillen, die aber oben etwas abgeflacht sind, sodass sie nicht ganz so rund wirken. Übrigens, diese Panto-Brillen wurden anscheinend immer von den Künstlern und Akademikern in den 20er Jahren getragen. Das war anscheinend damals irgendwie in. Das haben die Kollegen mir da nochmal mit auf den Weg gegeben. Also, falls es euch interessiert. Wenn du ein dreieckiges Gesicht hast, dann könntest du auch auf zarte Brillenform zurückgreifen, denn zarte Brillenform lassen dein Gesicht einfach ein bisschen harmonischer erscheinen. Was du eher vermeiden solltest, sind knallige Brillen, also von der Farbe her knallig, oder halt breite Brillen, weil diese lassen dein Gesicht einfach noch breiter wirken. Ja, also dann sieht man diese dreieckige Gesichtsform noch doller, wenn du halt eine sehr breite Brille auf hast und dann auch noch mit knalligen Farbe, dann sieht es einfach hier oben noch breiter aus und dann läuft es einfach noch schmaler zu und dein Gesicht wirkt dann logischerweise noch dreieckiger. Am Ende des Tages kann natürlich jeder komplett selbst entscheiden, welche Art von Brille er trägt. Ja, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber das waren die Informationen, die ich von den Fachmännern bekommen habe und die ich euch natürlich mit auf den Weg geben möchte, damit ihr euer Level einfach nochmal ein bisschen nach oben schrauben könnt, wenn es um das Thema Brillen geht. Weitere Videos zum Thema Outfits und Styling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video einfach ein bisschen weiterhelfen, was das Thema Brillenkauf angeht. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Kauf der passenden Brille für den passenden Kopf.